Und weil du es kannst, wirst du auch gleich unsterblich. So. Ich riskiere es jetzt einfach mal und nehme ihn mit. Lauf weg. Jawohl. Und geschafft. Oh, ach ja. Eine Leiter wird benötigt. Da ist noch eine Tafel. Lass uns sehen, was auf ihr geschrieben steht. Gestern haben wir eine Nachricht von König Vater erhalten. Anscheinend haben die Magier einen starken Vorstoß auf Midland unternommen. Die Zwerge benötigen jetzt dringend Verstärkung. Wir haben so viel Drachenblut wie möglich geschickt, aber die Magier werden uns schon bald vom Rest der Zwerge abschneiden. Damit wir das benötigte Drachenblut liefern können, müssen wir so schnell wie möglich arbeiten. Ich habe die Klammführer dazu gedrängt, jeden Zwerg unten in den tiefen Stollen so viel wie nur möglich graben zu lassen. Gemeinsam werden wir tiefer graben können als jemals ein Zwerg zuvor. Ja, kann über jemand den Zwerg da rausholen? George! George! Gucken wir mal, was du für einer bist. Noch ein Gräber. Oder noch ein Gräber brauchen wir nicht. Oh! George! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Der guckt so traurig. Kann ich das wieder rückgängig machen? Ich fühle mich jetzt richtig schlecht, dass ich ihn gefeuert habe. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen Zwerg feuere. So. Ist er schon verschwunden? Scheinbar. Ich hätte gedacht, er müsste bis zum... Hort laufen und dann erst verschwinden. Oh, hier ist gar nichts mehr. Okay. So, Drachenblut. Wer hätte es erwartet? Noch mehr Drachenblut. Hast du Stufe 10 erreicht? Wo, du bist schon. Ja, du bist 10. Dann kommt jetzt hier mein erster Superforscher zum Einsatz. Der dürfte auf Stufe 10 mehr schaffen als er auf 16. Ja, tut er auch. Das heißt, wenn du hier ungefähr die 14 erreicht hast, wirst du befördert. Oder die 15, wenn du bis dahin schon 15 bist. Ja. Hier ist wirklich noch Eisen. Habe ich einen guten Riecher gehabt. So, noch 3 Punkte. So, jetzt können wir so lange aufheben. George! Back.
George! Oh, ach ja, bei einer Stufe. Ah, der ist mittlerweile Stufe 9. Sehr schön. Durch seine Privattrainingseinheiten wieder. Hat alle anderen ordentlich trainiert. Weißt du was? Dreh dir ruhig hier oben weiter. George! Das ist dann eigentlich okay. Ich hasse das, wenn der Klick nicht genommen wird, so. Jetzt wurde er genommen. So, ich muss gucken, dass ich langsam hier zumache. So, hier habe ich alles. Hier ist noch mehr Eisen. Nee, nicht da. Da. Dass ich mich hier weiter ausbreite und auskundschafte. Das da drüben, habe ich ja gesagt, mache ich von hier aus. Also fehlen eigentlich nur die beiden Räume hier noch. Oder drei Räume sogar. Der Raum hier fehlt noch. Der kann auch gleich freigebuddelt werden. Nein. So, hier unten. Mit dem Buddeln. George! So, das bitte nach hier oben. Vielleicht finden wir ja irgendwo in einem dieser Räume noch Titan, da wir ja jetzt auf der Ebene sind, wo eigentlich Titan häufiger vorkommen sollte. Oder wir finden Goblins mit Kanonen. Und sehr viel Gold. Militär. Halt. Warte, erstmal gucken. Wir haben ja gerade wieder was geöffnet. Ach, das ist nicht der Rede. Bitte einmal das komplette Militär wählen. Oh, dann zeigen wir es diesen Goblins, wo der Hammer hängt. George. So, hier ist Turmalin und hier ist hoffentlich noch mehr Turmalin. Hier ist Eisen, hier ist Eisen. George. Und hier wäre noch mehr Turmalin. Sehr gut. Bisschen komisch, dass hier Goblins leben. Oh. Hier ist nichts mehr, aber hier ist Eisen. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Hier ist aber Eisen. Hallo?
Da ist ein Goblin eingesponnen. Da ist irgendwas anderes eingesponnen gewesen. Da ist jede Menge Turbalin. Wir haben genau dorthin gegraben, wo die Tafel ist. Das heißt, das Militär ist mal wieder gefragt. Hier aufzuräumen. Da ist noch eine Tafel. Lassen Sie, was drauf geschrieben steht. Wir sind jetzt alle in die tiefen Stollen hinabgestiegen. Ich konnte die Prinzessin nicht zurücklassen, also habe ich sie mitgenommen. Das war wohl einer meiner besseren Einfälle. Sie hebt die Moral. Sie ist ziemlich stark gewachsen und sie spielt jetzt mit jedermann. Und es ist auch gut so, denn es bringt alle auf andere Gedanken. Und das scheint auch notwendig zu sein, denn hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Die Luft scheint irgendwie trocken zu sein. Ja. Genau, geht auf den Unsterblichen los. Gegen den habt ihr nämlich keine Chance. Also ja, ihr macht ihm Schaden, aber nicht so viel, wie es schlimm wäre. So. Da hätten wir Turbalin. Und da hätten wir noch mehr Turbalin. Und noch ein Kokon, der nicht gebraucht wird. Und da gibt es Eisen. Und da gibt es wahrscheinlich noch mehr Eisen. So, noch zwei Punkte. Dann Kosteneffizienz. Da können wir unser Lager ziemlich stark vergrößern. Wow, sogar Platin ist hier versteckt. So, dann machen wir mal hier weiter dicht. Da ist nämlich schon mal die Thronseite dicht. Dann müssen wir noch gucken, wie wir hier oben dicht kriegen. So. Und so. Und die beiden. Und die beiden noch am besten. So, noch ein Punkt, dann haben wir die Kosten. Effizienz. Ihr habt keinen Bock da oben zu trainieren. Und ja, ich konzentriere mich jetzt hauptsächlich darauf, das Turmalin einzusammeln und das Eisen. Ja, hier unten sind noch ein paar Räumchen, die wir abklappen können. Und da drüben ist noch ein Raum, in den wir reinbuddeln können. Kümmern wir uns erstmal darum. Genau, du geh was essen. Ihr forscht schön weiter. Soldatenkultur wäre was Interessantes. Offensivstrategie wäre eigentlich auch wichtig, aber erstmal will ich Kosteneffizienz. Weil mit den Level 10 Spielen kommen meine Soldaten ganz gut klar im Augenblick. Wichtig ist, dass wir ans Turmalin rankommen. Was hier überall noch liegt.
So. Titan. Würde mich Gold kosten. Also, ja, kaufen wir mal 10 Titan erstmal.